Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Artemis Plays und mein Ziel ist es, dich zu unterhalten. Wenn dir Gaming-Content und IRL-Stuff von einer verrückten, verpeilten Trulla zusagt, dann bist du hier genau richtig. Heute in diesem Video werde ich mit Bodkin Arrow zusammenspielen. Es gibt schon mal ein Video, das verlinke ich euch hier oben, falls ihr es noch nicht gesehen habt und es euch interessiert. Da haben wir den Koop-Modus getestet und er hat sich trotz allem dazu überreden lassen, nochmal ein Game mit mir zu spielen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde mein Bestes geben, Bodkins größtes Handicap zu sein, das ich am besten kann. Und ja, schnapp dir einen Drink, schnapp dir einen Snack, viel Spaß beim Zuschauen. Auf geht's! Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Nochmal ein Koop-Spiel und nochmal mit Artemis. Guten Tag. Guten Tag, ich bin zurück. Und auch, wir haben noch geballte Berühmtheit hier, wir haben auch noch den Nikodi dabei, der heute unser Gegner sein wird. Was wir heute machen, ist ein 1 gegen 1 der etwas anderen Art, denn wir werden geschlossen eine Seite dieses 1 gegen 1 spielen und uns dabei die Aufgaben aufteilen. Der Plan ist, dass wir die gleiche Zivilisation, den gleichen Spieler quasi steuern, aber jeder von uns darf nur einen bestimmten Teil des Ganzen übernehmen. Dein Vorschlag war, einer macht die Einheiten, einer baut Gebäude und so. Genau, also ich glaube, das erhöht unsere Gewinnchance. Denn ich bin der Makrospieler und du bist die Mikrospielerin. Das heißt, ich mache alles mit Dorfbewohnern und du machst alles mit Militär. Also ich baue gebe Ressourcen aus und so ein Kram und du steuerst einfach nur die Einheiten. Und da die Schafe. Oh ja, die Schafe, die Aggressive Sheep, ja. Ne? Die also zählen ich, auch. Ich erwarte 1A Sheep Scouting jetzt, ne? Ich mache dann die Split-Moves und so, easy, kein Problem. Ja, genau. Ja. Also du musst eigentlich unsere Basis nie sehen, außer am Anfang. Okay, das machen wir. Also alles, was mit Dorfbewohnern zu tun hat, ist mein Metier und alles, was mit Militär zu tun hat, ist deins. Wahrscheinlich macht er jetzt irgendwas Fieses, nur damit wir uns nicht... Oh, Chinesen auch noch, okay. Du meine Güte. Musst du schnell alle Schafe finden. Schnell alle Schafe. Ja, du musst jetzt sofort die Schafe holen und unter mein Dorfzentrum schicken. Oder unser Dorfzentrum, natürlich. Okay. Aber ansonsten, Chinesen gegen Inder, das ist eigentlich ziemlich gut für uns. Ja, ich meine, bei der Gelegenheit kann man ja vielleicht auch noch was dazu lernen. Also, die Schafe hätte ich jetzt auf jeden Fall gebraucht. Die Schafe schnell! Ich schick. Ja. Und jetzt scout ich. Obwohl, ja genau. Das andere Schaf kannst du schon mal mit drunter stellen. Genau. Das sind ja Ziegen, das sind gar keine Schafe, da fühle ich mich gar nicht mehr zuständig. Ja, nein, alles gut, ich scoute auch mit Ziegen. Das ist gut. Aber den Scout können wir auch benutzen, ne? Achso, dafür bin ich auch zuständig? Ja. Achso, oh. Das hatten wir doch besprochen. Was? Moment, das ist kein Schaf und kein... Na gut, das ist Militär. Shit, okay, es ist Militär, ja, du hast ja recht. Ja, kannst auch schon mal ein Schaf wieder uns das Dorfzentrum schicken. Ja. Genau. Das geht schon mal richtig gut los. Details. Ja, das mit dem Speer hatte ich anders erwartet, aber gut. Wir müssen schnell die Schafe finden. Wie war das nochmal? Genau. Also das Wildschwein sehen wir schon mal. Ja. Kannst auch, wenn du schon mal in der Nähe stehst, eins von den Rehen anlocken. Oh ja, komm, dir push. Auf geht's. So. Ich habe es jetzt aus reflexartig das Schaf, das die Ziege bewegt. Aber, was? Du bist schon über deinen Tätigkeitsbereich hinausgegangen. Ja, ich habe es direkt wieder zurückgestellt. Ja, okay, jetzt stelle ich es hin. So, ich scout noch ein bisschen. Aber uns fehlen noch die anderen Schafe natürlich. Genau. Ja. Will ich gerade, was machen wir denn mit den Chinesen? Schönes. Da sind welche, perfekt. Eigentlich würde ich am liebsten einen Rush versuchen, weil ich glaube, dass wir da am meisten Vorteile haben mit den Chinesen, aber nicht ganz einfach leider. Aber wir versuchen es einfach mal. Warum ist es mit den Chinesen nicht ganz so einfach? Weil die ja mit weniger Ressourcen starten, das heißt, wir müssen es so ein bisschen wieder wettmachen. Ich habe das, glaube ich, ja, egal, das passt schon. Das wird schon. Okay. Ja, wir brauchen einen Gameplan gegen Dekodi, weil Dekodi ist schon ziemlich stark. Also vielleicht für die Zuschauer auch nochmal. Dekodi ist ja, du hast gesagt, zwischen 1500 und 1600 Elo. Genau, ja. Und das ist schon ein ganz schöner Brocken. Weiß nicht.
Würdest du ihn normalerweise, wenn du 1 gegen 1 spielen würdest? Also er hat noch nie gegen mich gewonnen, so okay. Kann man es schon sagen, ja. Aber okay. Das hat auch einen psychologischen Faktor, glaube ich. Okay. Wir kennen uns einfach zu gut. Oh. Ja, man darf sich auch nicht von vornherein immer gleich so beeinflussen lassen eigentlich, ne? Genau, ja. Das ist auch nochmal so eine Sache. Könntest du alle die Schafe unter das Dorfzentrum stellen irgendwie? So, also können auch einfach gebündelt an einem Ort stehen. Hauptsache, er kann sie nicht klauen. Ja, also? Okay. Dann gucke ich mal, wo er ist. Das wäre super. Wir machen das mit dem Waschnetzer nicht. So, im Normalfall wäre jetzt meine Strategie unter das TC und dann sterben. Aber ich halte mich heute mal zurück. Schön. Ah, wieso habe ich kein Holz? Da. Also an mir kann es nicht liegen. Nee. Alles Makro. Ja. Jetzt bin ich in diesem doch nicht ganz so einfach. Gut. Du hast ihn ja schon gefunden, also das, du hast zwei Sekundärgolds aufgespürt. Genau. Das ist also in der Nähe. Ja, ich näher mich an. Ich pirsch mich an. Oh, das sind die Berries. Ich habe die Berries gefunden. Da ist da jetzt bald das TC. So, hier bei unserer Kaserne zu Hause, da baue ich jetzt Milizen, ne? Oh mein Gott, dann muss ich was machen? Oh ja. Verdammt, du musst mir sagen, was ich machen muss. Du musst die nach vorne gehen und ihn damit nerven. Muss ihn nerven einfach nicht. Einfach nur nerven. Genau. Boah, weil Milizen habe ich noch nie gespielt, glaube ich. Ja gut, dann lernst du heute auch noch was. Ja, so richtig. Ich schicke alle Milizen nach vorne. Kannst du die Schafe nochmal neu positionieren währenddessen? Ich glaube, ich habe eins nochmal... Aber du kontrollierst da gerade den Scout, auch okay. Warte mal, da ist noch ein Schaf, ja? So, er hat gerade hochgeklickt, das habe ich durch den Lag-Bug gemerkt. Das ist ein bisschen komisch immer, aber egal. Du schaffst das schon. Okay, ich schaff das schon. Glaub an dich. Oh mein Gott. The pressure! Wir haben zwei Milizen, da ist Deko-Scout. Ich habe noch einen nach vorne geschickt. Das macht man zum Beispiel nicht. Ne? Also das war eine das kurze Demonstration der Dinge, die man nicht so tut. Das kann ich auch immer gut. Demonstrieren, wie man es nicht macht. Okay, mit den Chinesen macht man das anscheinend doch nicht. Warum greift er denn jetzt die Mauer an? Oh, Deko, die basht den Scout. Haben wir noch mehr Milizen? Es wäre noch einer auf dem Weg gerade. Okay, dann nehme ich den auch mal noch her. Okay, also die Strategie spielt man mit Chinesen wahrscheinlich doch eher nicht. Man hat zu wenig Nahrung. Aber egal, wir schaffen das. Also ich glaube, ich habe ihn sehr stark abgelenkt gerade. Das ist doch schön. Er wähnt sich jetzt in Sicherheit und in der Zwischenzeit kommt der andere Miliz, von dem er noch nichts weiß. Ja, das ist ein guter Plan. Oh, er killt den Scout. Ah, er killt den Scout. Okay, also die Milizen, die sind halt noch nicht so stark. Ja, du sollst ihn auch eigentlich nur ablenken damit. Okay, ich glaube, das habe ich schon gemacht. Das ist doch schön. Aber leider ist unser Scout fast tot. Das ist okay. Mit dem Scout jetzt hier mal noch eine Runde. Haben wir noch irgendwelche Einheiten, die ich steuern soll? Soweit ich weiß nicht, ne. Okay. Ah! Ich hab's als Scout eingemauert. Wir haben noch einen Milizsoldat, der gerade von ihm verkloppt wurde, aber alles gut. Wenn der Scout noch lebt, kannst du gucken, was er eigentlich macht? Ja. Ob er einen Stall gebaut hat zum Beispiel, ich würde mal erwarten, dass er einen Stall gebaut hat. Unser Scout hat 3 HP. Das reicht auch zum Scouten. Steht im Saft. Ah genau, bei seinen Bären hat er in irgendeinem Gebäude stehen. Genau, ne? Da hat er eine Kaserne. Und jetzt schaue ich mal, ob er noch was gebaut hat. Ja, das ist... ein Stall. Okay, alles klar.
Oh, jetzt kommt er mit Scouts. Da hat er auch schon seinen Scout jetzt raus und unser Scout ist fast tot, mit dem hau ich jetzt mal ab. Alles okay, wir sind abgemauert. Also ich denke, wir können damit rechnen, dass jetzt gleich Scouts rüberkommen. Achso, das sind auch schon zwei. Ja, sind schon in der Base. Okay. Oh, jetzt muss ich was machen. Nee, alles gut. Ja, stimmt, du musst den Setträger. Das ist ja mein Job. Oh no. Ich glaube, ich habe den Sperrträger unerlaubt viel bewegt gerade. Ich wollte eigentlich nur den Wegpunkt versetzen. Aber er hat ja bisher noch nichts gemacht, außer rauszukommen. Ah, er sieht unsere Pings. Ah ja. Oh, wieso das? Warte mal, das hat mir jemand letztens erklärt. Also, geh mal oben auf die Trompete, oben rechts. Mhm. Und dann mach den Haken bei der Cody raus und streich die Trompete durch. Okay. Ja, okay. Hab's gemacht. Danke, Dekuti. Was ist unsere Strategie, Wodkin? Wir gehen jetzt auf Scouts auch. Wir gehen auch auf Scouts, oh mein Gott, okay. Weil ich nicht auf Gold gegangen bin. Okay. Aber ich mache auch gerade Sperrträger, mit denen kannst du ihn vertreiben. Okay, ich vertreibe ihn. Mhm. Er reagiert nicht mehr, vielleicht kann ich ihn jetzt gar nicht mehr anchatten. Ich versuch's nochmal. Okay. Hast du jetzt an alle gerade geschrieben? Ja, ich hab's gerade nochmal anders versucht im Chat. Okay, ich glaube, wir hören uns beide nicht. Okay, ich streiche die Trompete mal wieder weg. Ich streiche die Trompete weg, wahrscheinlich. Ah, vielleicht können wir nicht lesen, was er schreibt, wenn wir die Trompete durchstreichen. Okay, jetzt ist okay. Okay, es geht weiter. Sperrträger kontrollieren. Ja, ich kontrolliere. Da ist er. Spielträger. Wo soll ich die Sperrträger hinschicken? Ich mache auch Scouts hier vorne bei unserem Stall, ne? Okay. Was mache ich mit denen? Ihn angreifen am besten. Schon mit einem? Ja, schön einfach nerven gehen. Okay, einfach nerven gehen. Ich gehe richtig nerven. Da kommen sehr viele Scouts von ihnen. Brauchen wir noch mehr Sperrträger vielleicht? Ja, können wir noch machen, ja. Oh shit, wir haben einen Overchop. Oh no. Und meine Dudes hängen fest hier. Aber ich habe auch Einheiten von ihm. Das ist doch gut. Also Villager. Oh Gott, ey. Ich habe Villager und er sieht's nicht. Ich bin einfach an seinem Goldcamp ja, und töte das einen nach dem anderen. Super. Genau so wollen wir es haben. Okay, jetzt ist er gestorben. Jetzt habe ich keinen Scout mehr, hat's gemerkt. Ich mach noch ein paar. Egal. Schön rein damit einfach. Okay, ich gehe rein. Wieder. Okay, wir haben noch jede Menge Einheiten in der Basis rumstehen, ne? Ach so, oh, die habe ich nicht mehr gesehen. Alles deine. Oh mein Gott. Ah, der wollt hier zu. Muss ich unterbinden. Das Walling muss unterbunden werden. Brauche ich hier nochmal Sperrträger-Support? Okay, hier ist. Nee, never mind, das ist ausgelaufen. So, was machen die Scouts? Ah ja, super.
Oh, jetzt muss ich hier raus. Er hat zu viele Villager. Ist. Alles gut, alles gut. Hast du noch Scout? Ja, ich. Nee. Okay. Wir gehen jetzt gleich in die nächste Zeit lieber. Oh, jetzt sind sie tot, leider. Ich hab sie sterben lassen. No! Oh no! Das Opfer musste gebracht werden. Ja, alles gut. So, er ist jetzt gerade in die Ritterzeit. Ich würde sagen, wir gehen auf Armbrustschützen jetzt. Dann kannst du ein bisschen Archer Micro zeigen. Oh ja, oh, Archer Micro ist genau mein Ding. Habe ich mir doch gedacht. Ich glaube, da ist noch eine Lücke eventuell an dem einen Haus. Da gehe ich jetzt mal nicht durch. Ah, ja. Er schickt noch Scouts anscheinend. Dann hat er noch welche über einfach. Vielleicht hat er noch welche über, ja. Ich hätte die Schießanlagen woanders bauen sollen, das sieht er das natürlich. Ich mache hier kurz, pass mal hier auf. Ich mache, wir haben noch total viele Speerträger in der Basis. Kannst du die mal alle da so zu diesem, zu unserem Stall stellen? Ich mache dann die Basis auf und die du kannst rauslaufen. Die Speerträger zum Stall, ja. Ja. Oh, ist mein Scout gestorben, leider hier. Hier so davor. Dann mache ich da gleich auf. Auf der Seite? Ja. So, ich habe aufgemacht. Kannst rauslaufen. Was? Oh mein Gott. Ja, ich dachte, Gott. Ich würde den blocken, ehrlich gesagt. Aber you egal. You had das ist one job. Du verfolgst ihn. Ich verfolge ihn. Oh no. Jetzt ist er getrappt. Pass auf. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, ich komme. Egal, das war alles geplant. Wir müssen ihm auch ein Erfolgserlebnis geben, meinst du, damit genau, er nicht das direkt aufgibt? Genau, das war der Plan. Das war der Plan, ja. Okay, okay. Oh, ich hab die ganze... Hey, warum kommt der noch so weniger? Naja, aber gut. So, muss ich schon was mit den Archern machen? Nee, wir haben noch nicht genug. Ich habe leider den aber Scout ich mach mal, auch ich mach noch mal kurz. Ich mach, warte mal, ich mach mal kurz hier nochmal auf, schick nochmal Speerträger raus und guck, was er macht. Hier. Ich geh raus. Genau. Und jetzt soll ich zu ihm rüber? Du musst dich mit allen, aber wir wollen einfach nur gucken, was er macht. Einfach okay. Mal ein bisschen mit denen scouten. Ich geh Achso, mal scouten, ja. So flex immer. Genau, mal schauen, ob er mehr Ställe gebaut hat, ob er schon Plänkler vielleicht gemacht hat, weil ich glaube, der hat unser Gebäude gesehen. Mhm. Oh, das ist eigentlich auch ultra lehrreich, so. So für mich. Voll krass. Ja, siehst du, haben wir doch alle was davon. So, wir sehen noch den einen Stall. Oh, guck mal, du bist reingegangen, dann lauf weiter rein. Ich kann oder? Nicht. Ja, ich glaube, da hängst du fest. Ja doch, einfach reinlaufen. Oh, er hat Archer, Kev Archer. Er hat Kev Archer. Okay. Alles gut, das kriegen wir in den Griff. Kurze Überventilierung. Ja, es gibt mehr, gibt's gemerkt. So. Mach uns gerade ballistik, dann müssten wir auch gegen die Kev Archer ganz gut ankommen, aber wir brauchen dann auch eine gewisse Masse. Mhm. Ich glaube, wir wollen aber lieber erst noch ein Dorfzentrum haben. Nur weil das mal anhaben. Soll ich nochmal mit einem Speerträger gucken gehen? Ja, kannst du machen. Ah, er kommt schon. Er kommt schon. So, du musst jetzt auch die Armbrustschützen steuern, ne? Mhm. Müssen ja best nicht hochschicken. Okay, ich schick. Er wird jetzt hinter unserem Wald wird er jetzt ein bisschen campen einfach. Ja, okay, ich schick. Lauft schneller! Kannst du hinterher? Okay. Willst du wieder zumachen oder was ist dein Plan? Ja. Ja, alles gut, alles gut. Okay. Einfach
Du lass einfach weiter her. Ja, ich habe noch einen erwischt. Jetzt leider keinen. Immer da hinterherlaufen, ne? Okay, ich lauf. Und aufpassen, nicht mit so wenigen gegen so viele Kämpfer, da verlieren wir zu viel. Jetzt kommt er auf die andere Seite. Genau, er ist aber nicht schön. Du kannst sie so ein bisschen einfangen einfach. So, fang ihn ab, genau. Okay, lass ihn nicht auf den Hügel locken, da besiegt er dich. Ja, genau. Okay. Und am besten die beiden Armeen so ein bisschen zusammenführen. Können wir aufmachen? Nochmal, ich mach hier unten, da bei den Schießanlagen mache ich auf, ja? Bei den Schießanlagen. Und baue da ein Tor rein. Okay. Aber da ist das Tor durch, kannst du da irgendwas rauslaufen. Mhm. Jetzt greift er wieder links an, ne? Mhm. Am besten nicht die Armee aufsplitten, dann tötet er die einzeln. ich führe sie jetzt zusammen. So, jetzt durchs Tor. Genau. Wie macht man denn so Split-Moves theoretisch? Ich meine, ich glaube, gegen die Pferde macht es da keinen Unterschied, oder? Nicht so wirklich, nein. Er will auf dem Hügel sein. Wir können kannst ein bisschen offensiv gehen. Schieß ihn ab, alles gut. Wir müssen ihn nicht weiter groß verfolgen. Ich habe jetzt mehrere Dorfzentren gebaut. Und er baut da ein Dings. Ja, das kannst du verhindern. Okay, geh mal offensiv. Geh einfach zu seinem Gold zum Beispiel hin. Zu seinem Gold gehe ich hin, okay. Genau. Jetzt kommt er auf unserer anderen Seite und greift hier voll an. Ja, ist nicht schlimm. Wir bauen. Bleib mal mit den Einheiten zurück. Ich baue gerade eine Waffenschmiede, dann können wir gleich Mangel machen. Er kommt jetzt hierher. Ja, alles. Niemals die Armee aufsplitten, ne? Sie brauchen den Pulk. Auf jeden Fall. Du splittest hier ständig die Einheiten. Ich weiß nicht, die laufen, obwohl sie eine Einheit eigentlich sind, laufen sie immer auseinander. Ich hab recht. Nein, ich will auf den Hügel. Ah, jetzt ist er auf dem Hügel! Nein, ich war zuerst auf diesem Hügel hier. Runter! Oh mein Gott, das ist voll der Big Fight hier. Wodka, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Sieht nicht danach aus. Oh no! Oh no! I tried so hard. I got so far. Naja. Ich bin schon in den Griff. Tut mir so leid. Ich mache jetzt auch gerade defensive Mangel, ne? Oh shit, der ist da reingekommen. Ja, ist okay. Alles. Da kommen jetzt auch die Mangel raus, die kannst du zur Not auch noch mit reinnehmen quasi. Oh, ach da, okay. Hier kommt das Ganze zusätzlich Gold her, ja. So, die Mangel am besten dazu nehmen, ne? Mhm. Er kommt bestimmt wieder hier rüber. Aber wir haben ja Ballistik, das heißt, wenn er wegläuft, kassiert er immer noch ein paar Schüsse. Mhm. So, wir können uns jetzt auch mal eine Burg holen. Eigentlich wollen wir auf den Hügel, wo er schon sein Gedöns gebaut hat. Wo bauen wir die denn mal hin? Oh Gott, hat er viele Pferde. Oh Gott, hat er viele Pferde.
Ja, ich kann ja auch noch eine vierte Schießanlage eigentlich bauen. Achtung mit dem Skorpion, ne? Oh mein Gott, ich glaube, das sind zu viele für uns. Sieht ein bisschen danach aus, ne? Ja, yeah, splittet. Aber ich glaube, er verliert auch alles. Ich schieße mit meinen Waffen wie eine Wilde. So muss das doch sein. Boah. Ich werde Mike, Mangen Main. Mangen Main, da sehe ich. die Mangenflüsterin. Genau. Man muss seine Nische finden, wa? Ja, genau. Jetzt kriegst du noch Chukunu dazu. Jetzt kriegst du wirklich das rundum sorglos Paket. Oh mein Gott! So langsam wird's mit den Wäldern hier ein bisschen knapp. Das war jetzt nicht so genau von mir. Oh, er baut da eine Burg. Die kannst du vielleicht noch verhindern. Guck mal, ob du da noch hinkommst. Ah, da kommt. Er schießt erstmal seine Reiter ab. Ja, wie help? Ich kann nicht helfen. Oh mein Gott. Das Gute ist, er weiß halt nicht, wer was steuert, ne? Ich glaube, wenn er wüsste, dass ich die Einheiten steuere. Ja, ich glaube, der weiß schon, wer was steuert. Echt? Ich glaube, das kann er sich denken. Die Aufteilung macht schon am meisten Sinn. Aber ich habe das Castle verhindert, gerade so. Ja, versucht deine Armee noch zu behalten dabei. Nicht mit der Archer weglaufen. Ah, was machen sie denn? Oh mein Gott. Die Mangel ist einfach komplett verwirrt gerade. Ach, da hat er auch noch eine. Okay, das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut. Ist nicht schlimm. Wir bleiben mal defensiv. Bleib mal bei unserer Burg. Ah, er hat ja den Hügelvorteil. Genau, okay. Genau. Ich bleib bei der Burg, ich bleib bei der Burg. Ich habe versucht zu fighten. Es ist nicht so ganz gut funktioniert, aber wir leben noch. Richtig, richtig. Und ich hoffe mal, dass wir wirklich. Ah, diese blöde Mangen da, der hat ganz viele davon. Ja, bleib zurück. Camp an unserer Burg. Wir sind gleich in der Empire-Zeit. Versuch, ich kämpfe an der Burg. Ich kämpfe an der Burg. Genau. am besten so wenig Einheiten wie möglich jetzt verlieren, damit wir gleich den Power Spike quasi mitnehmen können. Ja, ich stehe. Ich hoffe jedenfalls, das wird funktionieren. Und ich versuche noch so einen kleinen Relic Heist an der Seite, weil die Relics sind ja genau in der Mitte. Aber oh, jetzt habe ich die ganze Zeit die Mönche. Die Mönche sind kein Militär. Nee, das, das zählt nicht jetzt einfach mal nicht. Das zählt jetzt einfach mal nicht, genau. Au. das machen die Einheiten, falls das bei dir nicht so rüberkommt. Oh, doch, alles. Stimmt, du alles hörst klar. Es ja nicht, was ich mache, hör ja nur ich. Ah, ich baue da noch eine Burg, alles klar. Da müssen wir gleich. Ja, bleib nicht in die Burg reinlaufen, dann verlieren wir alles. Okay, ich lauf nicht rein. So. Ich hole uns Upgrades. Und was wir machen könnten, wenn du Bock hast, lauf mal um die Burg rum, aus dem Tor raus und dann außenrum zu ihm. Okay. Sneak einfach an ihm vorbei. Ich mach, was du sagst. Ich bin deine militärische Hand. In so ist das gedacht, links ja. Und zittrig. Quasi, ich weiß nicht, bist du rechts oder links, Händer-Botkin? Ja, hast du gut geraten.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja auch mal relativ hoch, ne? So, was mache ich jetzt von der Seite? So, du sneakst einfach hier an der rechten Seite zu ihm in die Basis rein. Okay, ich sneak in die Basis rein. Aber er hat halt da seine Outposts. Ja, das ist, dann wird er vielleicht zurücklaufen, wir schauen mal. Ah, er hat Elefanten jetzt. Ja, das ist mehr eine Meme-Einheit. Die Meme-Einheit. So, er hat das jetzt gesehen, dass wir hier kommen. Ja. Na, vielleicht hat er jetzt Panik. Aber lauf einfach, lass dich nicht von diesem Dorfbewohner aufhalten. Lauf bei ihm in die Basis, lauf bei ihm hier rein. Ich lauf rein. Ich gehe in seine Basis rein. Schön. So, wir können, du musst auch gleich die Triboke hier ein bisschen bewegen. Achso, die muss ich auch bewegen. In der Basis noch. Oh mein Gott. Ja klar. Ich habe den Sammelpunkt gesetzt, aber mehr kann ich auch nicht machen. Help. Aber ich habe zu viele Arbeiter. Du hast gar nicht genug Armee. Ich lösche mal wieder ein bisschen was. Soll ich meine Armee in seiner Base aufteilen? Mach einfach so viel Schaden, wie du kannst. Und beweg die Triboke auf seine Triboke, weil sie schießen ein bisschen. Okay. Jetzt repariert er seinen Trieber. Ja, schießt. Ja, passt doch trotzdem, wie du siehst. Kannst die Trieber jetzt ein bisschen vorbewegen und auf seine nächste Burg quasi schicken. Und in unserer Basis haben wir auch ziemlich viel Armee, die einfach so ein bisschen rumsteht. Da kannst du auch noch ein bisschen gucken. Vor der Burg steht besonders viel. Was macht denn Achtung, der Trieber da? Fährt jetzt einfach alleine der raus, rennt vielleicht einfach weg. Ah, ja, oh, er hat da die Mannen. Oh, damit hat er mir jetzt alle gekillt hier gerade. Ja. Du schickst irgendwo Scouts gerade hin, solltest du sein? Ja, 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 das ist, setze die Sammelpunkte einfach irgendwo in die Basis rein. Aber du kannst die natürlich auch steuern, also ich steuere die nicht, ich setze nur die Sammelpunkte. Okay, naja, dann werden sie ja schon auch irgendwas. Weiß nicht, ob das als Schummeln gilt, aber ich mach das jetzt einfach nur. Jetzt hat er aufgegeben. Oh! Ja. Chichi! Bin nicht ganz sicher, ob ich. Also, ich habe das teilweise vielleicht nicht ganz so konsequent eingehalten. Oh, jetzt. Wir können ihn nicht mehr. Also, das mit den Mönchen war vielleicht ein bisschen fragwürdig und ich habe einmal die Speerträger bewegt. Deshalb, ich weiß nicht. Vielleicht gehört der Sieg trotzdem Dekodi eigentlich. Ja, wir können sagen, wir wurden disqualifiziert, weil. Genau, weil wir Regeln gebrochen haben. Ja, Regeln gebrochen. Oder, also, aber das mit den Scouts ist einfach. Und mit den Triborken, was wir gemacht haben, würde ich einfach nur als clever bezeichnen, weil ich habe da keine Armee bewegt. Ich habe nur einen Sammelpunkt gesucht. Ja, gut. Das würde ich so gelten lassen. Ich meine, den Sammelpunkt hätte ich ja genauso gut irgendwie einfach hinstellen können. Und bei den Mönchen würde ich auch sagen, wir können es zählen lassen. Wir haben sie nämlich nicht als Militäreinheit eingesetzt. Also, solange sie nicht als Militäreinheit aktiv werden, würde ich sagen, sind sie keine, sondern machen sie halt Religion. Und ich habe auch einmal ein Schaf bewegt, glaube ich. Das ist natürlich auch blöd. Obwohl, ja, das ist halt natürlich ganz schlimm. Also Schaf bewegen haben wir von vornherein gesagt, das darf nur ich. Also eigentlich ist das der Grund, warum wir von Anfang an hätten aufgeben müssen. Ja, wahrscheinlich schon, du hast recht. Nee, aber hat doch echt ganz gut geklappt. Ja, war schon ganz lustig. Hättest du es gedacht? Ich war mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen verschätzt mit der Strategie. Deshalb waren wir ein bisschen holprig unterwegs erstmal, weil ich dachte, ich könnte das mit den Chinesen einfach anpassen, aber anscheinend muss man da mehr Anpassungen machen, als ich gedacht hätte. Aber es hat ja noch geklappt. Ja, eben. Es hat ja noch funktioniert. Also ein bisschen Überraschungsfaktor muss ja dabei sein. Genau, komplett improvisiert war es auch nicht, aber so ein bisschen. Okay. Ja, cool. Sollen wir noch eine zweite Runde gegen Gandhi machen? Machen wir bestimmt, ja. Ich sage an der Stelle aber für YouTube, dass das Video ist jetzt vorbei. Also ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir machen noch ein zweites Video. Mit diesen Worten, abonniert und hochdaumt fleißig. Bis zum nächsten Mal.
Hochtraut ist auch ein geiles Wort. Ja. You left me fall. You left me fall. You left me fall.